herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei mir ist Peter Hofmann, sagt vielleicht einigen was, aber wenn es nicht sagt, er beschäftigt sich mit dem Naturrecht und wir werden über Gerichte sprechen und Recht und wie das sich im Laufe der Zeit so verändert hat, dass es im Grunde eine Farce ist. Wir erleben heute ganz viel im Rechtssystem. Wir haben auch viele Sendungen drüber gemacht, wo reine Willkür herrscht. Wie hat das denn für dich angefangen oder wie bist du da reingekommen, dass du sagst, da muss man mal wirklich gucken, was das sind, das legale Gerichte oder was läuft da, dass so eine Willkür herrschen kann? Reingekommen bin ich über ein Ticket, also eine Parkstrafe in England, weil ich beschuldigt worden bin, geparkt zu haben, wo ich nicht hätte parken dürfen, aber ich durfte dort parken, nach dem, was die Beschilderung ausgab. Ja, auf dem Papier hätte ich dort nicht parken dürfen, aber wenn keine Schilder da sind, dann kann man da nichts machen. Das war vor 7 Jahren. Ich habe dann einfach gesagt, mache ich nicht, zahle ich nicht, ich bin nicht schuldig, mir wird nicht angelastet, was ich nicht getan habe. Für mich war es ein Prinzip. Ja. Oder eine Prinzipangelegenheit. Und ich lasse mir nichts aufdrücken. Ja. Ich möchte vielleicht eines gleich dazu erwähnen. Ich bin als Kind missbraucht worden und habe gelernt, dass das nur einmal in meinem Leben passiert. Und wer mir heute auf die Füße tritt, der muss Entschuldigung sagen, weil ich sage es ja auch. Oder es wird Konsequenzen geben. Denn jeder, der ehrenhaft ist, und auf das Wort komme ich sicher noch öfters, der wird auch ganz von alleine Entschuldigung sagen, wenn er merkt, dass er einen Fehler gemacht hat. Das ist aber bei denen, und wenn ich sage denen, das sind die Elemente, die einfach nicht mehr menschlich sein wollen und heute die Gerichte benutzen, missbrauchen, ja, und da eben die Vergewaltigung leisten. Da mache ich einfach nicht mit, da mache ich zu, da gibt es bei mir nichts mehr. Und so bin ich hineingekommen. Also so geht es uns ja eigentlich allen, dass wir natürlich auch eigentlich Gerechtigkeit wollen und davon ausgehen, dass unser Staat oder das System oder dass der Richter letztlich uns Gerechtigkeit widerfahren lässt. Leider ist das nicht so, wir merken es immer mehr. Wir haben so ganz viele extrem krasse Fälle, die Kinder werden weggenommen, zigtausendfach, es werden Leute in die Psychiatrie gesteckt. Mit dem OWIG, das ist ja in Deutschland ähnlich, wie du es erlebt hast mit dem Parken, also auch, dass die gesetzlichen Grundlagen gar nicht da sind. Da wissen wir schon einiges. Die Frage ist, ja, was können wir denn da machen? Wir gehen ja heute davon aus, wir haben staatliche Gerichte. Haben wir nicht mehr. Ja. Gibt es keine mehr. Wie ist das denn entstanden? Du sagst, über die Zeit hat sich das entwickelt oder ist da irgendwo ein Break? Wer hat das denn übernommen, diese Gerichte? Wem gehören die denn oder wem unterstehen die? Die heutigen Gerichtsgebäude zum großen Teil sind Gerichtsgebäude, die dem Weltpostverein gehören. Weltpostverein. Es sehe nicht mit allen Gerichten, aber viele Gerichte. Und du kannst einfach heute auch in einen Gerichtssaal gehen oder in ein Gericht gehen und einen Saal mieten und kannst ein Gericht abhalten. Tatsächlich. Es ist leider, dass man immer von vorne anfangen muss. Und wir sind schon sehr weit hinten im Geschehen drin. Das heißt also, aber erstmal aufzeigen, wie weit das fällt. Ich meine das nicht ganz so. Ich meine, wir haben jetzt jahrelang die Entwicklung gesehen. Wir sind jetzt auf einem Stand, wo wir gar nicht mehr wissen, was da ist. Und da müssen wir zeitlich erstmal zurückgehen. Die früheren Gerichte haben sich alle auf der Grundlage der Bibel aufgebaut. Und das macht das Naturrecht auch, oder das Naturgericht auch. Ein wahres Gericht geht zurück auf die biblische Zeit, zur Zeit Mose genau genommen, und dort hat die Gemeinde gehandelt. Und in der zweiten, oder im zweiten Teil der Bibel gibt es das Evangelium Matthäus, das allen bekannt ist, wo im 18. Kapitel geschrieben steht, wie ein Gericht verfahren sollte. Obwohl man das nicht erstmal als Gericht erkennt, aber so sollte eine Gerichtsverhandlung verfahren, gibt es 3 Stufen.
Die erste Stufe ist, und da steht, wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, dann geh zu ihm hin, du allein, und sprich mit ihm. Also das heißt, von Mann zu Mann sozusagen, richtig, klären, ja, erstmal. Das ist richtig, von Mann zu Mann oder vom lebenden Menschen zu lebenden Menschen klären. Ja. Und ein Naturgericht kann auch einen Fall gar nicht annehmen. Wenn einer etwas gegen anderen hat, sagt er, den ziehe ich jetzt vor Gericht. Das geht nicht. Also biblisch geht das nicht. Mhm. Und wenn das nicht, wenn die sich nicht einigen, zu einer Einigung kommt, dann muss natürlich Plan B kommen. Ja? Und das ist dann der nächste Vers. Wenn dein Bruder auf dich nicht hört, dann nimm ein oder zwei Zeugen. Und da kommt jetzt erst das Naturgericht mal hinein. Aber nicht um Geld zu machen, sondern um sie hinzusetzen und sagen, so, ihr habt ein Problem. Wir sind verpflichtet, als Vermittler hier zwischendrin da drin zu sitzen, damit ihr zu einer Einigung kommt. Und in den meisten Fällen sollte es dann zu einer Einigung kommen. Das gibt es ja bei uns teilweise als Mediation, dass man sagt, bevor man ein Gericht anruft, kann man sich eben mit ein paar Leuten zusammensetzen und sagen, guck mal, irgendwo muss doch da eine Lösung sein. Und das muss auch biblisch so gemacht werden, drum macht es die Kirche so oder muss es so machen. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, das wäre dann Matthäus 18, Vers 17, wenn er auf diese nicht hört, dann bringen es vor die Gemeinde. Und die Gemeinde ist dann, das sind ältere Männer gewesen früher, und die müssen im Namen des Volkes sprechen. Das heißt also, sie müssen nach den Vorgaben, die später gekommen sind, also nicht im Alten Testament, sondern viel später gekommen sind, sollten 12+1 sein, die dann Recht sprechen. Mhm. Und zwar in der Form, dass sie vor der Gemeinde sitzen und dort die entscheiden, die eben eingesetzt worden sind, in unserem Fall wären es Geschworene, darüber zu beraten, ist da was dran, ist da nichts dran. Und da dann zu ihrem Schluss kommen, um Recht sprechen zu können. Und nur dann kann man sagen, im Namen des Volkes. Und nicht das, was heute geschieht, dass auf irgendeinem Gerichtspapier, ja, weil Dokumente sind es ja gar nicht, weil die nicht unterschrieben sind, draufsteht, im Namen des Volkes. Es ist eine Anmaßung und eine Überheblichkeit eines Richters zu sagen, im Namen des Volkes, wenn er eine Entscheidung trifft oder fällt, aufgrund dessen, was er gehört hat und dabei befangen ist. Wäre es da sinnvoll, wenn man jetzt Zuschauer sind, Prozessbeobachter ist ja immer ganz gut, wenn man die hat und jetzt sagt der Richter im Namen des Volkes, dass die dann aufstehen und sagen, in meinem Namen haben sie überhaupt gar keinen, oder in unserem Namen haben sie hier kein Urteil zu fällen, oder wo fängt man an, was kann man denn jetzt machen? Du sagst, es gibt diese, im englischen Bereich gibt es diese Bar, also diese Association, denen die Richter und die Anwälte und so weiter unterstehen. Gilt das auch für uns in Deutschland? Ganz vieles kommt ja aus dem Angelsächsischen. Die Bar ist eine weltweite Organisation. Ich gehe ein bisschen in die Vergangenheit hinein. Die Bar wurde dank der Freimaurer gegründet. Mhm. Und die Freimaurer haben ja immer irgendwo irgendwelche Geheimbünde oder Geheimaktionen gehabt und ab einer gewissen Level oder einem gewissen Level, da wissen ja die meisten überhaupt nicht mehr, was los ist. So die Barvermutungen, die Rechtsvermutungen der Bar, von denen wir immer wieder mal sprechen und die jetzt auch mehr und mehr im Licht stehen, die wurden vor über 300 Jahren konzipiert, entwickelt. Ich kann sogar sagen, entwickelt, weil das war etwas, das hat sehr viel Nachdenken erfordert. Und diese Bar-Rechtsvermutungen sind in unserem Verständnis keine Vermutungen, obwohl sie Vermutungen sind, aber wir würden sie als Anklagen bezeichnen. Mhm. Man klagt uns an, in der letzten Bar-Vermutung, dass, ja, weil wir ja kommen zu dieser
Sache, wie Sie sagen, obwohl wir sagen müssen Angelegenheit, sind wir schuldig. Wir würden uns ja schuldig fühlen, sonst würden wir nicht kommen. Also wenn ich vor Gericht erscheine und der Richter sagt, in Sachen Konrad gegen sonst was, und ich erscheine da, dann bin ich schon schuldig. Der vermutet schon, dass ich schuldig bin, ja, oder geht davon aus, weil ich ja gekommen bin. Das ist eine Rechtsvermutung und das ist eine grundsätzliche Vermutung. Eine von vielen. Ja, die ganz automatisch geht, weil das ist das, was Ihnen vorgegeben ist. Sie haben auch natürlich einen Eid geschworen. Und dieser Eid steht im Gegensatz zum öffentlichen Eid. Ja? Und der öffentliche Eid wird natürlich sehr viel niedriger angesehen, weil Weimarer denken ja immer, dass sie hier drüber stehen, über den profanen Leuten. Ja. Ja. Was wir eben dann im Gerichtssaal machen müssen, und da kommt dann das Affidavit hinein, und auf das kommen wir später noch mit der Erklärung, ja, wo wir ganz klar legen, biblisch geht's nicht. Du kannst nicht einen Eid und einen Gegeneid schwören, oder zwei kollidierende Eide können nicht geschworen oder abgelegt werden. Es kann nur einer, der nicht im Konflikt mit dem anderen steht. Und das ist die erste große Lüge, der erste große Betrug, der reinkommt. Welche Eide schwört da ein Richter? Wir denken ja irgendwie auf die Verfassung, auch wenn wir eine Verfassung nicht haben, vielleicht aufs Grundgesetz oder ein staatliches Eid oder auch ein Eid auf die Wahrheit oder was? Ja, er legt den Eid ab auf den öffentlichen Offizier oder Bediensteten. Im Englischen Public Official und im Deutschen im öffentlichen Bediensteten. Mhm. Er legt also den Eid auf Gerechtigkeit in der Öffentlichkeit, dass er die Öffentlichkeit repräsentiert. Und das tut er nicht. Ich weiß es noch nicht, wie es in Deutschland ist, genau. In einigen Fällen ist es so, aber in England kann ich sagen, ist generell. Grundsätzlich jeder Richter der Bar ist bei einer Bank angestellt. Macht aber bei einer Bank keinen Job. Er ist nur im Vertragsverhältnis. Und in Deutschland ist ja auch so, dass Gerichte keine Behörden sind, keine Staatsgerichte sind, keine Behörden sind, sondern eigentlich nur Privatfirmen, die dann einen Eid praktisch haben auf den Vertrag, den sie unterschrieben haben. Also die haben ja einen Geschäftsverteilungsplan und dann, wieso Geschäftsverteilungsplan? Bin ich im Geschäft, kann ich sagen, ich kaufe den PC da vom Protokollschreiber, 50 Euro ist er noch wert. Prinzip ist es nicht anders. Ja. Im Prinzip ist es so, du gehst hinein, ja, in das Gericht. Warum? Weil du eine Ladung oder Vorladung, wie sie in den einzelnen Ländern heißen, das ist lediglich ein Vertragsangebot, eine Einladung zu einem Vertrag. Ja. Und die meisten von uns denken, es wäre jetzt eine Rechtsangelegenheit im Sinne des Strafrechtes, weil man ja, man ist ja mal zu schnell oder über die Ampel oder Ampel gefahren, dass man eben dort ein Verbrechen begangen hat, weil man eben das, wie es angenommen wird, Verbrechen zu sein, geleistet hat. In Wirklichkeit ist es lediglich eine vertragsrechtliche Angelegenheit. Mhm. Und man wird da hineingezogen in das Gericht und weiß vielleicht gar nicht, was wirklich abgeht, weil Paragraphen dann oft erwähnt werden, die es entweder gar nicht mehr gibt, weil sie bereinigt worden sind, oder Verordnungen, die man Paragraphen auch nennen will. Oder, habe ich auch immer wieder festgestellt beim Durcharbeiten, dass der angegebene Paragraph, den man verletzt hatte, gar nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem ist, was geschrieben steht. Das heißt, man wird dort dann in einen Vertrag hineingezogen, den man gar nicht sieht. Aber das fängt ja schon an, weil ja die Vermutungen da sind, ist man sowieso schon im Vertrag drin, den man nicht sieht. So, wenn man also jetzt in das Gericht hineingeht, dann muss man mit dem Wissen hineingehen, hey, die wollen einen Vertrag mit mir machen. Problem ist, du musst einen Vertrag mit ihnen machen. Denn du kommst ja nicht aus der Nummer raus. Du kommst nicht mehr raus. Ja? Aber das können wir genauso mit ihnen machen. Ja? Und das ist zum Beispiel das Affidavit. Das ist auch ein Vertrag.
Auf das kommen wir nachher noch. Ich möchte es nur kurz fertig, diesen Punkt zum Schluss bringen. Das Auftreten heißt, es ist ein Vertrag, der vorgelegt wird, der einem nicht aufgezwungen wird als Vertrag, aber die Vertragsidee wird einem aufgezwungen. So, und jetzt machen die meisten von uns den Fehler, ich lege es zur Seite, weil damit wollen sie nicht nichts zu tun haben. Ja. Sie wollen nichts machen, müssen wir aber machen. Und unsere Gegner, in dem Fall kann man so sagen, Gegner, die nutzen das schamlos aus. Und dann gibt es ja internationale Vereinbarungen, die wir alle anerkennen müssen. Das ist das Tacit Agreement, das wir als konkludentes Handeln kennen. Mhm. Nach 30 Tagen nicht widersprochen oder widerrufen, ist es Wahrheit ist gleich Gesetz. Dann habe ich einen Titel. Also wenn ich dir jetzt sage, du schuldest mir 10.000 Euro und du sagst nichts, und ich sage nochmal innerhalb dieser Zeit immer wieder, ich krieg noch Geld von dir, vor Zeugen vielleicht, dann wäre, wenn du niemals widersprochen hättest, irgendwann hätte ich einen Titel und dann würde ich sagen, ich krieg von dir jetzt das Geld. Dreimal musst du es machen. Okay. Ja. Das ist auch der Grund, warum wir immer Rechnung, Mahnung, zweite Mahnung, Rechnung, Erinnerung, zweite Erinnerung bekommen. Es muss dreimal gemacht werden. Okay. Und in dem Moment, wenn es dreimal gemacht wird, dann brauchen nur die 30 Tage verstreichen und dann ist das Problem da. Es gibt aber auch noch andere Fristen. Wir wissen ja, die Gnadenfrist 72 Stunden oder 3 Tage. Also man redet von 72 Stunden, weil es genau 72 Stunden sind, aber 3 Tage sind auch genau 72 Stunden. Mhm. Das ist die 3-Tages-Regel. Wenn du eine Parkstrafe bekommst und die innerhalb von 3 Tagen zurückschickst, korrekt markiert, dass du in diesen Vertrag nicht einsteigst, dürfen sie sie nicht mehr weiterverfolgen. Das weiß nur fast niemand. Die machen dann natürlich auf Druck. Und weil sie ja sowieso schon mit einem Betrug anfangen, ist ja im Sinn gleich ein Betrug weitermachen. Man ist ja nicht, man ist ja nicht Teilzeitbetrüger. Entweder ist man oder man ist nicht. Dann setzt man noch einen drauf. Das ist wie bei der Mafia. Also so dann, wenn man gemerkt hat, man hat es auf dünnem Eis, dann noch sich noch weiter aufstellen. Wobei, wenn du sagst Mafia, eine Mitstreiterin, die aus Italien kam, nach England kam, die hat gesagt, ich arbeite lieber mit der Mafia als mit dem englischen Gericht. Also mit denen weiß man nicht, wo man dran ist, mit dem englischen Gericht nicht. Aber nur zur Seite. Die Problematik ist, ja, die glauben, sie sind so stark, dass sie machen können, was sie wollen. Und da machen sie einen ganz, ganz gefährlichen Fehler. Und den greifen wir heute natürlich auf. Sie leisten damit die Vergewaltigung. Und auf die Vergewaltigung möchte ich schon ein bisschen eingehen, damit wir das auch alle verstehen. Vergewaltigung ist genau genommen so definiert, eines anderen Unschuld nehmen, ohne deren Einwilligung. Mhm. So. Wenn du das tust, und ich kümmere mich ja auch darum, aus der eigenen Vergangenheit heute, anderen zu helfen, nicht in die Situation zu kommen, missbraucht zu werden. Ich habe auch über im Englischen sagt man das the raping mind, also das die Art und Weise des Denkens des Vergewaltigers. Es gibt ja verschiedenste Arten der Vergewaltigung, und die Vergewaltigung hat auch geschichtlich nicht sexuell angefangen. Das hat mit dem Raub der Sabinerin angefangen, und das war keine sexuelle Angelegenheit. Es war eine Vergewaltigung einer anderen Art und Weise. Vergewaltigen, ob sie physisch, mental, spirituell ist, sexuell, und die Pädophilie ja wieder ein Teil der sexuellen, ist Vergewaltigung. Mhm. Ja? Und dass man es so richtig versteht, wenn ich sage Vergewaltigung, dann meine ich nicht, dass jetzt die sexuelle und die Pädophilie weniger wert werden. Nein, absolut nicht. Die ist genauso viel wert wie die nicht sexuelle Vergewaltigung. Also, was man nachweisen kann heute ist, wer so denkt, denkt auf eben Vergewaltigen mit uns. Nochmal was aufdrücken. Ich kann ja, ich habe die gemacht, ich kann denen ja die Unschuld nehmen. Ist genau auf der gleichen Gedankenlinie, auf der gleichen Ebene,
wie der pädophile und der sexuelle Vergewaltiger. Auf der anderen Seite, wir lassen es ja mit uns machen, weil wir denken, der Richter steht ja im Grunde auf unserer Seite oder hoffen ja. wir es und dann am Ende der Sendung sozusagen sagen wir, was ist da jetzt gelaufen? Da hast du recht und das ist das, was ja aus dem Englischen auch gut bekannt ist. Wenn du sagst, was sind die englischen Gesetze? Das sind alle Acts. Mhm. ACT, mhm. und im Deutschen ist es AKT-Akt. Mhm. Wie weit es sogar geht, ist, wenn du zum Beispiel ein Dokument in das Gericht hineingibst, wie ein Affidavit, dann musst du 3,5 Zentimeter Rahmen haben, Rand haben, ja? Ja. Mhm. Damit, ja, wie bei den Schauspielakten, wenn man ja eine Änderung machen müsste, eine Zusatzbemerkung. Ja, im Drehbuch, ja. Und es läuft ganz genauso ab. Der Richter ist gar kein Richter, wenn du in den Gerichtssaal kommst. Der wird erst, wenn du ihn dazu werden lässt. Er spielt dir vor, dass er das ist. Dann glaubst du das und dann akzeptierst du das und dann hast du wieder das konkludente Handeln. Und wie kommen wir aus der Nummer raus? Kann ich denn jetzt, gibt es da konkrete Fälle? Bist du schon vor Gericht gewesen und hast den Richter gefragt, was machen Sie hier eigentlich? Was spielen Sie mir hier vor? Oder wie kann man vorgehen? Oder schon bevor, wenn man eine Vorladung hat, da fängt es ja schon an. Richtig. Mit der Vorladung fängt es an und mit der Vorladung muss dann der erste Angriff kommen. Ich sage es ganz bewusst Angriff, weil das, was die Verteidigung nennen, ist eigentlich nur psychologisch gegen uns. Ja? Verteidigung heißt immer, wir müssten davonrennen oder, oder so. Nein, wir greifen an. Ein Schuss vor den Bug, ja, sozusagen. Ja, oder einen ordentlichen Gegenangriff. Mhm. Ja? Das ist, was wir machen. Dieser Gegenangriff fängt damit an, dass wir erstmal klären, dass wir uns nicht in der Fiktion behandeln lassen. Das heißt, wir erklären uns erstmal lebend, denn die haben uns ja als tot erklärt. Als Sache, als Person. Als Sache. Ja. Und wir fangen also an, auch gewisse Dinge zu machen. Ja, die Unterschrift ist ein Zeichen, dass wir legal tot sind. Die Unterschrift ist ein Zeichen, ja, dass wir tot sind? Die Unterschrift wird kursiv gemacht. Mhm. Das englische Wort kursiv ist curse. Ist gleich verflucht, ja. Ist gleich tot. Okay. Also, es gehen noch viel mehr Dinge. Ja. Wir können wahrscheinlich stundenlang reden. Wie da gedacht wird. Ja. Ja, das Ganze geht nur mit Ritualen. Mhm. Ja. Also auch der Richter geht in Gerichtssaal. England kennt man das ja auch, Perücke auf. Ja, ja. Wissen die Leute, warum der eine Perücke auf hat? Wissen wir gar nicht. Also wir wissen ja, dass die schwarzen Roben sind. War das nicht von Preußen, König, der gesagt hat, richtig, damit wir die Schurken erkennen, gleich von Weitem sollen sie, also die, ja. ne, sollen sie schwarze Roben tragen. Aber die schwarzen Roben, die hätten sie sowieso getragen, nur sie sollten sie klar tragen, ne? Weil sie Totenhändler sind praktisch. Anders kannst du das gar nicht sagen. Ja. Und wie weit die ganzen Dinge geht und wie weit sie sich dann auch in den Betrug reinlassen, sagt die Perücken im Gerichtssaal in England, damit Gott meine bösen Gedanken nicht sehe. Das ist der Grund, warum die aufhaben. Ja. Und wenn du aufstehst, ja. wollen sie dich von den Toten, ja, die the souls lost in the sea, ja, zum Leben erwecken, ja, dann können sie dich ja erst abzocken, um dann nachher wieder in die juristische Situation, also in den Totenzustand zurückzubringen. Unglaublich. Und das ist das, worum es geht. Von da weg können sie alles machen, bis wir sagen, hey, wir sind nicht tot. Ihr habt es uns mit dem Seerecht aufdrücken wollen. Ja. Wir erklären uns Leben, wir können es ja beweisen. Ne? Ich habe mich Leben erklärt, wenn du mich jetzt anfasst, da ist auch was da. Ne? Absolut. Und wir erklären uns Leben. Das muss auch korrekt gemacht werden. Die Lebenderklärung muss gemacht werden mit minimal 3 Zeugen. Ja. Ne? Das ist die biblische 3, ne? Die Verstärkung. Das machen wir. Dann schreiben wir das Affidavit. Und das Affidavit, jetzt kommen wir endlich dazu, das Affidavit besteht aus 3 Punkten. Oder 3 Abschnitten, sind aber fortlaufende Paragraphen. Die ersten 4, da legen wir einen Rechtskreis fest. Und der Rechtskreis ist die Bibel. Mhm. So,
Die ersten vier Paragraphen, Artikel heißen meine Bibel oder meine Familienbibel in dem Fall, ist mein Gesetz. Mhm. Das heißt also, ich unterwerfe mich diesem Gesetz, muss der Richter sowieso, er nennt sich ja christlich. Mhm. Dann der zweite Artikel ist, meine Familienbibel ist das gültige Recht. Der dritte Paragraph, Artikel ist, meine Familienbibel ist das gültige Gesetz. Und der vierte ist, meine Familienbibel ist das höchste Gesetz. Wissen wir alle, haben aber nochmal geklärt, kann der Richter nicht mehr sagen, weiß ich nicht. Mhm. Und dann kommen wir in die Barvermutungen. Die machen wir in dem Affidavit, das wir machen von 5 bis 16. Mhm. Das sind also, die werden 12, alle 15. einzeln zerschlagen, regelrecht zerschlagen, und der Richter wird gleich kriminalisiert. Mhm. Weil die Barvermutungen generell, kannst du 12-mal sie anklagen, weil sie machen eine 12-Vermutung, kannst du 12 Gegenanklagen machen, mhm, kannst du das 8. Gebot 2. Mose 20, 16 nehmen, du sollst kein falsches Zeugnis wieder an Mitmenschen ablegen. Ja. Tun sie da mindestens 12-mal und dann in der Vorladung so und so oft mal mehr, also sind sie da bereits des Betrugs schuldig. Ja. Und dann kommen wir nach den Barvermutungswidersprüchen, dann kommen wir auf die einzelnen Punkte, die in der Vorladung, im Haftbefehl oder angekreidet werden, ja, wenn es ja auch nichts angekreiden gibt. Mhm. Und das beantworten wir generell mit einem, das ist immer der 17. Artikel. So und so, wer immer das geschrieben hat, ist der betrügerischen Darstellung oder Darlegung der Sprache schuldig. Mhm. Wir haben dann bereits den Betrug, weil sie permanent die Fiktion verwenden wollen, damit sie uns vergewaltigen können. Und das ist das ist Betrug. Mhm. Da fängt der Betrug an. Und um den einen kommen sie nie herum. Sie können mir versuchen, das gesamte Affidavit zu entwerten durch Widerspruch. Sie werden das nicht schaffen, weil wir den Betrug durch und durch nachweisen können. Und du hast vorhin gesagt, dreimal, also dieses Affidavit, also diese Darlegung der Situation schickst du dreimal hin? Die muss dreimal geschickt werden. Das hat auch eine biblische Grundlage, die dreifache Verstärkung oder Bekräftigung. Du kennst ja aus Faust, ich weiß nicht, ob du das kennst, als Mephisto kommt, der klopft an der Tür und Faust sagt herein und er klopft wieder und er sagt ja herein. Und dann, nein, du musst es dreimal sagen, also du musst sozusagen dreimal wirklich, das taucht immer wieder auf, ist also ganz wichtig. Das ist wichtig, das haben wir ja auch in den niedrigsten Handelsverträgen, im Kommerz, wenn du es nicht dreimal machst, dann hast du genau genommen keine Handhabe. Es gibt auch ein Common Law Gericht im Strand in London, das ist nur nicht das, was es sein sollte, weil dort wird nicht mit einem Geschworenen und mit Geschworenen gearbeitet, sondern da macht der Richter die Entscheidung. Wenn man in das Gericht kommt und es ist eigentlich verdeckt, man soll nicht wissen, dass es gibt, weil man eben dort eher Recht bekommen kann als in anderen. Aber da möchte ich jetzt nicht hineingehen, weil das würde sprengen, die Sendung. Das können wir ein andermal machen. Aber wenn du reinkommst, du hast eine Anklage dort und die musst du natürlich mit Common Law Gesetzen machen. Das heißt, du kannst die Bibel nehmen oder das, was anerkannt ist, Common Law Gesetze. Mhm. Und die Anklage, die ist auf A4 vielleicht so viel. Und die schreibst du gewöhnlich mit der Hand. Ja. Und du liest sie runter. Es wird nichts passieren, wenn du dich hinsetzt. Lies sie dreimal runter, dann fängt an, was zu passieren. Das sind die Rituale auch dort. Ja, okay. Und wir sind zwar keine, die den Freimaurern folgen wollen oder Ritualen folgen wollen, aber nachdem das festgelegt ist und ich kann es biblisch auch nicht komplett wegwischen, machen wir das und dann werden sich anfangen, Dinge zu tun. Dann müssen sie sich ja auch dran halten, weil wir uns quasi an deren Regeln halten. Und absolut. Die gehen ja davon aus, dass wir zu doof sind oder dass wir keine Ahnung haben. Das ist ja eine der Vermutungen, dass wir keine Ahnung von Recht haben und uns auch überhaupt nicht selber vertreten können, weil wir zu blöd dazu sind. Ja. Und wenn wir es nicht sind und zeigen das, dass wir genau das
darlegen können, was Tango ist, also genau die Situation erklären können und wir machen es richtig dreimal, dann müssen sie sich dran halten? Dann müssen sie sich dran halten. Gibt es Beispiele, die, wir haben sie selber gesehen, ja, wir haben sie zum Teil auch gefilmt. Ja. Die wollen zwar nicht, dass wir filmen und wollen dann vielleicht was suchen anzuhängen. Ich wünsche ihnen viel Spaß dabei, weil mich haben sie noch nicht dran kriegen können, werden auch nicht dran kriegen können. Aber in diesen Dokumenten, die wir da haben, auch gezeigt, Richter hat das Affidavit bekommen, weil manchmal ist die Zeit zu kurz. Ja. Mhm. Dann schickt man eins, schickt man das zweite. Und zum dritten kommt man nicht mehr, weil im Gerichtssaal schon steht. Der will natürlich das nicht haben, das dritte Mal. Mhm. Oder, und dann legt man ihm das hin, wenn das Gericht reinkommt. Er wird es zurückschieben. Mhm. Er will es ja nicht. Mhm. Und die meisten nehmen es ja. Ja. Und dann schiebt man es ihm nochmal zurück. Er wird es das zweite Mal zurückschicken, schieben. Dann schiebt man das dritte Mal hin. Ja. Dann muss er es nehmen. Dann weiß er, dass er es nehmen muss. Dann hat er verloren. Also man hat Möglichkeiten, obwohl die Situation heute bei den Gerichten so schwierig sind. Und wir haben ja im Moment eine Situation, wo so massiv gegen Menschen vorgegangen wird, die sich mit irgendwelchen Rechtsfragen, mit der Staatsangehörigkeit in Deutschland befassen. Zum Beispiel, da kommt ein SEK-Team mit ganz vielen Leuten, während wenn ich einen Einbruch habe, dann kommt ein Polizeibeamter mit so einer kleinen Handykamera und macht die Fotos. Aber wenn ich nur meine Staatsangehörigkeit nachweise, dann kommt möglicherweise kommen 4 oder 10 Polizisten auf einmal. Das heißt, wir haben jetzt eine Situation, merken die, die Leute wachen auf, jetzt müssen wir ganz massiv gegen die vorgehen, bevor wir hier verlieren, oder was? Na, es ist eine ganze Menge mehr. Die Problematik ist die, und ich möchte es jetzt mal ganz arrogant sagen, ja. Wir sind von fast der Flasche auf, ja. Vom Rumkriechen ja. Schon, wirklich für dumm verkauft worden. Ja. Wir sind von denen, die Chefmanipulatoren waren, zu Schlafschafen erzogen worden und ja. Alles glauben, was serviert wird. Und der Grund dafür ist ganz einfacher, es macht sich kommerziell sehr gut. Was man auch verstehen muss in der Situation in Deutschland, ist, dass wir nach wie vor unter Besatzung sind. Ja. Also, wer hat dann das Sagen? Die Besatzer. Ja. Wenn auch die preußische Idee, ja, also ihren Grund hat und es auch alles richtig ist, dass es eigentlich 26 Staaten oder Länder in Deutschland gibt und dass die Grenzen anders sein sollen, akzeptiere ich alles. Mhm. Ja, hat alles seinen rechtlichen Wert, aber damit kommen wir nicht weiter, aus einem einfachen Grund, weil wir unter Besatzungsrecht sind. Ja. Und wenn die Besatzer jetzt sagen, sie setzen ein Konstrukt, BRD, und nenn es, wie du es willst, ob du es Firma nennst oder ja. Staat oder ja. Was, ganz egal. Es ist rechtmäßig da. Ja. Da kann ich tun, was ich will, und wenn ich von hier bis nach Berlin auf Händen laufe, wird sich nichts ändern. Ja. Das ist die Realität. So, jetzt weiß ich aus der Forschung, aus der ich ja komme, ich habe Automobil viel in der Entwicklung gemacht, Eigenprodukte sogar gehabt, ich weiß, was geht und was nicht geht. Mhm. Ich kann nicht einfach eine Konstante rausnehmen, wegschieben und sagen, ja, jetzt mache ich die ganze Geschichte ohne. Mhm. Ja, dann wird nichts werden. Nicht, ja. Ja. Und Sie haben die Konstante, ja, Besatzungsrecht rausgenommen. Das verschiebt alles. Wenn du heute den berühmten gelben Schein kriegst, dann ist der in der Ausländerbehörde ja. abzuholen. Ja. Also, wer nicht begreift, was der Unterschied zwischen der Ausländerbehörde ist und das, was nicht Ausländerbehörde ist, und das scheinen die meisten nicht begreifen zu wollen, der kann auch nicht irgendwie sich auf eine rechtliche Grundlage stellen.
Ja. Also wir müssen erst mal klären, ja, wo stehen wir eigentlich? Also wir haben ja nicht mal irgendwie eine Staatsangehörigkeit. Normal mit einem Personalausweis ist das ja nicht nachgewiesen. Das heißt, ich kann mich nicht mal aufs bürgerliche Gesetzbuch berufen, nein, weil ich bin ja kein Bürger. Ja. Und wo wir hingehen müssen, ja, ist weit zurück. Mhm. Ja. Und zwar da, wo die Bibel zu Hause ist. Also thematisch meine ich das. Die meisten Menschen heute, die denken, die Bibel ist ein altes, ausgefranstes, dummes Buch, ja, das überhaupt keinen Wert mehr hat. Mhm. Ja. Das kann ich nicht bestätigen. Ich habe die Bibel über 40 Jahre studiert. Ich mache das auch heute noch, weil ich erkennen musste, dass die Bibel einen erheblich größeren Wert hat, als wir glauben wollen. Okay. Es sind zum Beispiel die Grundlage aller Handelsverträge steht da drin, in einem Vers. Das heißt, dein Ja sei ein Ja und dein Nein, Nein. Ja, also ganz klar. Ohne das kannst du keinen Handelsvertrag machen. Ja? Ja. Mit der, die jüdische Ader in den Menschen, ja, die versucht immer Ausflüchte zu finden. Aber, ja, das könnte man ja so sehen und ja, so sehen. Ja. Ich verurteile sie nicht als Menschen, ja, ja. Das überhaupt nicht. Ja. Wer mir das anhängt, den würde ich sogar wegen Vergewaltigung verfolgen, weil das tue ich nicht. Ich sage nur, das ist eine Art und Weise, ja, wie andere Stämme, Völker, ethnisch haben andere Eigenschaften. Ja. Die Italiener, die verkaufen uns immer irgend gerne was. Und das ist aber alles so. Wir machen gewisse Dinge, die auch nicht so sein sollten. Also das soll keine Wertigkeit sein. Aber das ist das, was immer wieder passiert ist, im jüdischen Gedanken, immer ein Schlupfloch suchen. Ja. Und dann sagt er, dein Ja sei ein Ja und dein Nein, Nein. Naja, aber das könnte doch mal. Ja. Und das könnte wird dann zweimal könnte. Und dann ist es Ja nicht mehr Ja. Auf einmal ist es Ja, Nein. Und da kann ich keinen Vertrag machen. Und dann kann ein Mörder zum Beispiel vor Gericht, der wird freigesprochen, während jemand, der nur eine Meinung geäußert hat, der kommt für 12 Jahre ins Gefängnis oder sowas. Ne? Genau also, so ist es. Und das müssen wir mal sehen. Also diese Bibelvers. Wenn mir einer sagt, die Bibel hat keinen Wert, dann sollen wir mal erklären, das, was da steht, hat keinen Wert? Okay, nun lass uns aber mal konkret werden. Ihr, also du bist mit ein paar Leuten zusammen oder wie ihr macht, es gibt die Seite zumindest, GCLC.uk, ja. Das heißt Global, Common Law Court und die Seite ist UK, also United Kingdom. Ja. Den haben wir am 16. Oktober 2016 gegründet mit der Erkenntnis, dass wir das Recht haben, ein Gericht aufzubauen, ein Naturgericht aufzubauen. Wer als Resultat dieser Sendung von Sonnenstaatland zuhört, die sollten mal genau schauen, denn in Wikipedia werden sie sogar finden, die Grundlage dessen. Ja. Wer uns gerade auch mit einer anonymen E-Mail, nicht Kampagne, aber ein paar E-Mails zu Veranstaltern geschickt hat, dass wir Reichsbürger wären und so weiter und dass das ein Fantasiegericht ist, den würde ich empfehlen, dass sie vielleicht mal ihre Grundkenntnisse des Lesens zusammenraffen und bei Wikipedia unter Lex Naturalis nachschauen. Aber ja. Sonnenstaatland, das wissen wir, das ist ja nicht nur ein Blog, das ist eine staatliche Agentur sozusagen, die wirklich Menschen beschäftigt. Lügen müssen sie trotzdem nicht. Ja. Ja. Okay. Ich meine, wenn sie mir namentlich dort anhängen und dann eben anonym hineingehen, wir können ja nachverfolgen. Ich glaube, beim Sonnenstaatland glauben sie, dass wir ziemlich dumm sind. Aber ich das glaube, glauben sie oft, ja. Ich glaube, und mein Glaube, der ist auf gesicherten Dingen, dass wir sehr viel mehr wissen. Ich bin ja auch von der Staatssicherheit vorletzte Woche mal hochgenommen worden unter Vorspiegelung falscher Tatsachen. Aber ich bin Forscher und ich bin nicht ein Staatssicherheitsdiener, der nur ein Amateur ist. Ich habe dem das auch durch die Blume gesagt, wie ich dort war, dass verschiedenes amateurhaft gelaufen ist. Und professionell sind die nicht. Also die sollten sehr zuhören und sich mal orientieren, was ist Wahrheit. Und das finden Sie auf Wikipedia sogar, dass dieses Gericht
seine Rechtmäßigkeit hat. Ist auch in der Verfassung verankert. Das Volk muss sprechen, nicht das Sonnenstaatland. Hm. Ja? Oder irgendein Richter, der regelrecht Firmenangestellter ist. Ja? Der darf nicht richten. Und wenn wir schon dabei sind, es ist ja bekannt, Kontrollratsnummer, ist das bekannt? Schon gehört, ja. Ja, oder Bestallungsurkunde? Ja. Du musst eine Kontrollratsnummer haben und das ist im Schäfgesetz festgelegt. Mhm. Ja, tun sie aber nicht. Und was ist dann? Du meinst der Richter. Und der Richter, der Richter, ja. Hat aber was ist dann der Richter? Gar nichts. Gar nichts, ja. Und er ist verfassungswidrig damit. Ja? Denn er wird die Verfassung nicht einsetzen. Er benutzt auch, ja, wenn wir dabei sind, Drittreichsgesetze. Ja. Ja, und wenn Drittreichsgesetze benutzt werden, die dazu auch noch über die Bundesbereinigungsgesetze kein Gültigkeitsbereich mehr hat, ja, wer ist denn dann Reichsbürger? Hm. Ja. Ich habe das auch sagen müssen, den ich bin ja ohne Vorwand von der Polizei abgepasst worden, ja, weil bei einer Akteneinsicht in der Stadt Bielefeld, ja, weil ich gegen den Finanzamtschef von Reda Wiedeberg vorgehen will, wegen Geldwäsche. Ja, das ist mein. Und ihm es nicht gepasst hat, dass wir ihm ein Affidavit und Anklagen nach Hause geschickt haben. Das ist ja der normale Weg zu tun. Das hat ihm nicht gepasst. Ja. Und dafür hat er mir anhängen wollen, dass ich ihn genötigt hätte. Ja, ich bin Ermittler, ich bin gewählter Richter. Nicht wie seine Freunde in Bielefeld, die alle nur irgendwo einen Arbeitsvertrag haben und gar keine Richter sind. Mhm. Die können es nämlich bestätigen. Ich kann es bestätigt haben durch die, die es gewählt haben. Und die Wahl ist gültig. In Deutschland gültig sogar. Und da kann ich dann sagen, wer da hineingeht und hier groß 79 Drittreichsgesetze anwendet und dann noch hier die große Show abziehen will, dann ist der Reichsbürger. Ja. Und als solchen darf ich auch jeden Richter im Land jetzt nennen, der nicht rechtmäßig nach dem Grundgesetz arbeitet, der nicht über die Grundbedingungen der Gesetze Richter ist. Und übrigens, Staatsanwälte sind auch keine Staatsanwälte. Die haben nämlich fast alle nur den Richtereid geschworen. Damit dürfen sie gar keine sein. Und noch, dann ist ja noch die dritte Partei, der Verteidiger. Man sagt ja immer, wir brauchen einen Verteidiger, weil wir selber auch zu blöd sind, uns zu verteidigen oder selber zu vertreten. Gehört er auch dazu? Man hört ja oft, dass sie sich manchmal auch vorher der Verhandlung schon absprechen. Die saufen zusammen, der Richter und der Verteidiger und der Staatsanwalt. Die sind ja im gleichen Verein. Ja. Sie sind ja beide in der Bar drin. Und wahrscheinlich auch in der Loge. Ne? Möglicherweise nicht unbedingt, aber sie sind auf jeden Fall beide in der Bar drin. Und damit haben sie einen Interessenkonflikt. Ja. Und der Richter weiß auch, dass er sich für befangen erklären muss, nicht nur aus diesem Konflikt, sondern aus dem Konflikt mit den zwei Eiden. Dazu zwingen wir ihn ja auch im Affidavit, ja, dass er sich als solches erklärt. Ja. Und wir haben nur eben das Problem heute, wenn wir das versuchen, dass er als Schauspieler eine ganz, ganz miese Show abzieht. Und er macht nämlich damit jeden Polizeibediensteten, wie, ob das jetzt noch ein echter Polizeioffizier ist oder Bediensteten, macht er zu einem Straftäter. Ja. Dadurch, dass er durch Mittäterschaft, weil er das anhört, was der angebliche Richter vorsieht, zum Mitvergewaltiger wird. Hm. Ja. Und wir sind ja dort auf dem Weg, dass wir heute den Polizisten sagen müssen, tut das nicht. Ja? Es kommt große Probleme, ja. Es kommt der Tag bald, an dem ihr die Probleme habt. Ja? Mhm. Und ich kann dann gar nicht die Augen zumachen, weil ich bin viel höher verpflichtet. Ich habe mich der biblischen Grundlage verpflichtet. Ja. Dann kann ich nicht. Hört jetzt auf und stellt euch auf die Seite des Gesetzes, dann kann ich euch auch in der Zukunft schützen. Ja. Denn sonst muss ich euch strafverfolgen. Da sind wir sehr dicht jetzt dran. Und das ist die Problematik, die wir eben noch haben, dass zu viele von diesen Polizisten
einfach nicht begreifen wollen, dass sie auf der Seite von Verbrechern sind, die tagtäglich im Gerichtssaal vergewaltigen und von denen auch viele leider Pädophile sind. Wurde mir sogar bestätigt von der Staatssicherheit. Oh, ja? Okay. Aber das weites Feld ist natürlich ein ganz, wir haben hier bei Bewusst TV auch wirklich Opfer interviewt, die das als Kind erlebt haben, wie wirklich die entsetzlichsten Dinge gemacht werden mit Kindern, also wirklich grausam. Ja, ich bin mir dessen sehr bewusst. Du weißt es, und nicht Einzelfälle, sondern tausendfach, und dass die höchsten Kreise darin verwickelt sind und wahrscheinlich sehr viele Richter und Politiker und hochgestellte Persönlichkeiten in Anführungszeichen da drin sind. Also sie sind nicht hochgestellt, sondern wirklich für mich unterste Schublade. Jetzt zu der GCLC, wie wird sich das weiterentwickeln? Macht ihr Seminare, machst du Vorträge? Eigentlich ist ja ein Riesenbedarf jetzt auch an Leuten, die sich daran beteiligen. Sollen die Zuschauer sich irgendwie an dich wenden und sagen, ich will auch? Die dürfen sich in jedem Fall an uns wenden. Und das Gericht ist rein auf einer Mitgliedschaft aufgebaut. Und diese Mitgliedschaft ist keine monetäre, die ist eine ethische Mitgliedschaft. Mhm. Wer Teil dieses Gerichts sein muss, muss einen sauberen Charakter haben. Ja. Das heißt also, der muss die Wahrheit lieben und die Gerechtigkeit lieben und die 39 Artikel in der Verfassung verstehen. Die Verfassung ist hauptsächlich darauf hingehend, dass es auf Wahrheit, Gerechtigkeit, Leben leisten geht. Da müssen natürlich verschiedene Dinge erklärt werden. Und dann sind in der Verfassung auch noch ein paar andere Punkte, was wir erlauben müssen. Mhm. Ich kann nicht biblisch hingehen und sagen, du darfst nicht mit Gold handeln. Ja. Mhm. Das passt zwar Firma Rothschild nicht, wenn wir mit Gold handeln, aber ich muss biblisch das erlauben, das ist natürlich auch in der Verfassung drin. Damit niemand sagt, ja, ihr habt es ja auch nicht erlaubt. Mhm. Ja, weil so kommt man uns ja. Also diese Dinge müssen in der Verfassung geklärt werden. Und sie müssen eben das verstehen, sagen, ja, das unterstütze ich, weil ich das kann und mein biblisches Verständnis sagt mir das auch und so weiter. Jetzt kann man das ja alles auf eurer Seite nachlesen. Das heißt, einmal diese 12 Vermutungen der Bra, die sind nachzulesen. Das ist schon mal sehr interessant für jeden, der irgendwie mit irgendwelchen Gerichten zu tun hat oder mit Behörden, das nur mal zu lesen, aber das anzuwenden wird natürlich noch spannender. Dann ist auch die Verfassung drin. Das heißt, man kann sich das angucken und dann sagen, aber dann ist die Frage, auch wenn ich sage, ich bin der Wahrheit verpflichtet und das ist für mich das Höchste, habe ich doch immer die Unsicherheit, dass ich zu wenig verstehe von Recht. Muss man da eine Ausbildung machen oder reicht es aus, dass ich aus dem Herzen der Wahrheit verpflichtet bin? Die besten Richter über sich selbst und das, was man machen kann, sind die Wahrheit suchen. Es muss die Wahrheit in dir drin sein. Ja. Wenn du die Wahrheit nicht hast, dann bist du in der Fiktion drin. Und ich mache auch Seminare, aber nicht für das Gericht, sondern zum Angriff auf die Perversionen der Gerichte, mit denen wir zu tun haben. Ich glaube, das ist ein Riesenbedarf. Also ich war auch gestern und vorgestern je ein Seminar gehalten und ich bin also heute Nacht schon wieder auf dem Weg Richtung Süden, in Italien dann Seminare halten, in der Schweiz wieder, in Slowenien. Und damit wir mal die Grundlagen schaffen, bin ich glücklicherweise so weit, ich mache das gerne, muss ich sagen, das darlegen und Menschen näher bringen, es sind jetzt einige so weit, dass sie meine Arbeit übernehmen können. Mhm. Das heißt auch, mich ausschalten bringt nichts mehr. Ich wollte sagen, sonst wäre es ja ziemlich gefährdet. Ne? Ja, du bist ja wirklich eine Gefahr für die ganze Clique von Richtern. Ich habe auch gelernt, mich so zu bewegen, dass es gar nicht so einfach ist. Und ich kann auch sagen,
das kommt auch in den Schulungen heraus, was machen, wie man Informationen sichert und so schnell verteilt, dass überhaupt keiner mehr dran kommt. Das sind die einfachen Mittel. Ne? Mhm. Wir gehen nicht so weit wie die Brieftaube, obwohl die also sehr effektiv ist, weil da kann kein Hacker hinein. Nein, aber es ist alles so oft gesichert und nicht immer am gleichen oder mit den gleichen Medien, sondern sowas. Würde niemand mehr finden. Diversifizieren. Ja, das muss sein. Aber die Seminare sind eigentlich sehr einfach. Es reicht im Grunde genommen ein Tagesseminar. Das Problem für die meisten ist, dass nach 4 Stunden der Kopf raucht. Ja. Und wenn dann noch 6 Stunden sind, ist viel. Aber dann kommen sie dreimal, dann haben sie die Grundlagen. Und du wirst erstaunt sein, wie von ihrer Persönlichkeit einfache Menschen dann einen Richter auseinandernehmen können. Ja. Gibt es denn da wirklich solche Erfahrungen? Ist das passiert, dass wirklich der Richter dann reingepackt hat und weggegangen ist, bevor er überhaupt das Verfahren eröffnet hat? Oder? Das haben wir sehr oft gehabt. Ja. Wir sind ja nicht die Einzigen. Ja. Wir sind nur das einzige Gericht in der Form in Europa zurzeit. Weil es gibt zwar den ICCJV anders, es gab noch ein paar andere, auch anders. Wir vereinigen das und dass wir auch eine ganz starke Schulung haben. Wir versuchen ja zu geben, das ist ja auch Teil dessen, was das Gericht darstellt. Wir arbeiten für die Gemeinschaft für uns. Und alle, die das nicht begreifen, die können gar nicht gewinnen. Und wir sind auch ganz, ganz klar, wenn ich rausgehe, sage, ihr müsst im Kollektiv arbeiten. Ja. Mhm. Nimm mal eine Büffelherde und sieh mal, was passieren kann, wenn ein Rudel Wölfe darauf kommt. Mhm. Ja, wenn die schaffen, natürlich den Büffel zu isolieren, ja, dann ist Feierabend. Mhm. Ne? Aber da hat es Situationen gegeben, wo Löwen zugeschlagen haben und das Leben verloren haben und die ganze Herde abziehen musste. Aber das Problem ist, dass wir heute so isoliert sind, vereinzelt. Wir sind von klein auf erzogen, so Individuen, ist ja ganz schön, aber dass wir nicht mal mehr zum Nachbarn Kontakt haben oder nicht mal zur eigenen Familie, weil wir überall uns irgendwie zerstritten haben, ist ja sehr verbreitet und jung gegen alt und sie wollen alle nichts miteinander zu tun haben. Das ist das Problem. Also es fängt auch damit an, dass wir wieder zusammenhalten gegen die wirklich unsere Feinde sind. Und wir denken eben, der Richter ist auf unserer Seite, ist er eben nicht. Ist er nicht. Das müssen wir wirklich erstmal erkennen, aber im Moment erkennen das immer mehr, weil wirklich diese ganzen Fälle an Unrecht und Willkür, die kommen jetzt wirklich ja, die sind jetzt sichtbar. Das war ja vor, ich sag mal, ein paar Jahren, da hättest du noch im guten Glauben an ins Gericht gegangen, aber heute sieht man ja, dass es wirklich nur noch Verarschung ist. Das heißt, es bricht für dich da das System dann irgendwie auch zusammen? Also das ist ja kein Zustand, der sich noch lange halten kann. Die Systematik wird zusammenbringen. Das System, weiß ich nicht, weil ich würde das System gar nicht mal verurteilen, weil das System ist ja gar nicht so schlecht. Es ist nur das, was wir daraus machen. Okay. Ganz einfach, du gehst zum Küchenmesser, Hersteller und kaufst ein Messer. Ja, das ist für die Küche, damit kann ich dich umbringen. Mhm. Ja, und das ist ja das, was gemacht wird. Ja. Ja, die Leute müssen auch eines verstehen und ich möchte nochmal auf die Masse zurückkommen. Wir wissen alle aus der Geschichte, dass dass Großbritannien das größte Weltreich seit Menschengedenken war. War ja. Ja, aber die ziehen immer noch weltweit sehr viel mehr Fäden, als wir alle glauben wollen, ja, die Krone. Okay. Ja. Und die Krone hat schon immer das gemacht, was sie heute tut. Es verändert sich einiges. Sie haben sehr, sehr viel Einfluss. Wie groß ist denn die Krone? Das ist menschenmäßig, kannst du vergessen. Im Menschenmeer kannst du es vergessen. Ja. Warum haben die es geschafft, alles zu kontrollieren, soweit sie es kontrolliert haben? Mit einer ganz einfachen Maßnahme, ja, oder zwei eigentlich. Das eine, sie haben zusammengehalten als kleine Masse, und das zweite war die Verwirrung. Ja. Das machen die Richter heute, das machen die Banken mit uns, weil die Richter sind ja eigentlich nur Sklaven der Banken, genau genommen. Ja, die sich über einen Arbeitsvertrag versklavt haben und sagen, wir schaffen euch das Geld hinein. Das ist ja oftmals so, ich habe das auch selber erlebt, dass in einem Fall, wo es eigentlich darum geht, dass
gehen würde, dass jemand entschädigt wird, wird aber ein Urteil gefällt, dass jemand eine Strafe bezahlen muss, ist aber überhaupt keine Entschädigung, sondern im Grunde, wo landet das Geld? Also das Gericht muss es sich selber finanzieren oder wie? Nee, das alles landet in den Kanälen der Verwirrung und ganz unten steht die Bank. Ja. Aber wenn du jetzt ein Beispiel haben willst, das ganz gut funktioniert hat, es war ganz lustig, es war in Bielefeld. Da ist auch der liebe Richterbundsvorsitzende Jens Gnieser, der immer wieder so ganz tolle Kommentare im Fernsehen gibt. Der ist gar nicht so toll. Im letzten Mal, da habe ich ihn eigentlich erst kennengelernt, da hat er uns als Reichsbürger bezeichnet. Ich war ja nur Beobachter. Ja, das hat mir nicht so gut gefallen. Aber uns hat er auch ganz toll gemacht. Er hat auf dem gleichen Interview im WDR sogar ein Geständnis abgelegt. Er hat frei zugegeben, dass er Dinge, die dem Gericht schriftlich gegeben wird, zum Teil gar nicht mehr liest. Steht, ja. Kannst du dir ansehen, also wenn du den Clip nicht findest, ich schicke ihn dir sogar, kannst du dir ansehen, dass er das gesagt hat. Ja? Also er hat sich da kriminalisiert, er dürfte gar nicht mehr Richter sein. Ja. Und bei der Gerichtsverhandlung habe ich den Gerichtsfall, also an diesem Tag, es kennengelernt, dadurch, dass ich jemandem helfen sollte. Einen Tag vorher hat man als Gruppe getroffen, dass man also Schreiben aufsetzt. Und die Schreiben sind ja so bekannt schon, dass Zitate in Zeitungen aufgetreten sind. Ja. Wo die hergekriegt haben, weiß ich offiziell nicht, aber weiß ich doch. Hätten sie aber nicht haben dürfen. Ja. Vor allem stehen da meine Urheberrechte drauf. Nicht? Die muss ich auch irgendwann noch einklagen. Es gibt viel zu tun. Ja, und da war ich total unvorbereitet. Ich kannte auch den Besitzer des Hauses nicht, das dort zwangsversteigert wurde. Aber da habe ich gesagt, weil ich gerade aus dem Ausland kam und ich war abhängig von einem, der mich herumfährt, weil die Distanz zu groß im Bus her und Zug ist nicht gegangen. Und dann habe ich gesagt, du, haben wir Zeit morgen? Das interessiert mich. Und hat gesagt, ja. Und ja, sind wir also zu mehreren hingegangen und ich habe da das erste Mal Guantanamo Bay erlebt. Also, das kannte ich gar nicht, dass man da Türe auf, eine rein Türe zu, andere Türe zu, und dann, und dann Bewaffnete da und dann nochmal geprüft und so weiter und gar nichts davon machen. Ja, Guantanamo Bay oder direkt 70 Jahre zurück in Deutschland so ungefähr. Das war schon mal ganz interessant. Und man darf ja überhaupt nichts filmen. Ja? Ich frage mich, warum. Die müssen sehr viel zu verbergen haben. Ja, ja. Aber das macht auch nichts. Die haben in der Zwischenzeit auch gelernt, dass man es anders schaffen kann. Ja, ich komme rein und dann sehe ich lauter Polizisten. Und da wurde herumgelogen. Dann habe ich gedacht, ich habe gesagt, ich gehe die Verhandlung jetzt sprengen. Dann haben sie gesagt, das machst du nicht. Ich will es aber. Man hat mich festgehalten. Nicht die Polizei, sondern die eigenen. Die haben geglaubt, ich werde eingesperrt. Die eigenen Leute. Okay. Ich wäre nicht eingesperrt worden. Ich wollte sie sprengen. Ich wollte die Polizei da gleich mit reinziehen in einer Art und Weise, dass sie kriminalisiert ist. Aber die müssen es sowieso wissen. Deshalb können wir sie nach wie vor kriminalisieren. Weil ja über die Videos, die vom WDR gemacht worden sind, auch noch Zeugen, das ist ja auch ein Zeugnis. Auf jeden Fall, nach der Verhandlung bin ich zum Rechtspfleger gegangen und habe gesagt, ich brauche eine Zeugenaussage von Ihnen. Warum? Ja, wegen des Betrugs, der hier gerade stattgefunden hat. Und im Zuge dessen haben wir dann geschrieben, verschiedene Anklagen gegen den Rechtspfleger, gegen den lieben Richterbundsvorstand, der immer so sauber sein will, wenn er es nicht ist, Polizei, Gutachter und so weiter, auch den Käufer. Wenn die weitermachen, dann werden sie unter der Hehlerei angeklagt, was ein Diebstahl ist, laut dem Gesetz. Das war am 17. November. Die vermeintlichen Käufer haben 580.000 Euro bezahlt, was 1,8 Millionen zu wenig waren. War eine Unterbeurteilung eines oder Begutachtung, die überhaupt keine war, weil das und das und das und das und das konnte nicht begutachten. Es waren über 20 Positionen, die nicht begutachtet worden sind, weil es nicht konnten. Kann man es auch nicht Gutachten nennen. Etwas, was in meinen Augen rundet 2,3, 2,4 Millionen hätte wert sein sollen, waren nur 580.000. Das war natürlich auch interessant zum Verkaufen. Da war auch eine Agenda dabei. Aber ich wollte ja sagen, wo der Erfolg war. Der Erfolg war, es war am 17. November.
Und die sind heute noch drin. Und es sind über 150 Tage. Okay. Die müssten längst raus sein. Ja. Es traut sich aber keiner, weil die Hehlerei, das Schwert. Und das ist die Art und Weise, wie ich arbeite. Ich versuche gar nicht kommerziell zu arbeiten. Für mich gibt es den Kommerz nur dann, wenn der Fall erledigt ist. Das hat es euch gekostet. Mhm. Ich gehe über die kriminelle Seite rein. Ja. Und im Kommerz wollen sie das nicht, aus einem einfachen Grund. Weil sie gehen ja mit der Betrugsabsicht hinein. Steht ja in der Bibel drin. Also das ist eigentlich das Ziel vom Gericht, dass sie irgendwie Geld rausziehen. Dass die rechtliche Sache interessiert die im Grunde null. Das muss uns einfach bewusst sein, wenn wir vor Gericht gehen, dass das gar nicht... Es kennt jeder die Abgabenordnung. Ja. Hört man immer in jedem... Gut, in Kraft treten weiß ich nicht. Es steht nicht drin. Sie ist nie in Kraft getreten. Ja. Sie hätte in Kraft treten müssen. Ja. Es gab eine vorige, das war eine Drittreichsabgabenordnung. Ja. Die durfte man nicht anwenden. Ja. Die wurde ja außer Kraft gesetzt. Mhm. Die ist ja nicht von den Alliierten, zumindest meines Wissens nach nicht. Also auf jeden Fall, sie ist außer Kraft gesetzt worden, ist neue Abgabenordnung gemacht worden, aber die ist nicht unterzeichnet worden. Ja. Und der Bundespräsident hätte sie unterzeichnen müssen, damit sie gültig wird, hat aber nicht getan. Und ich glaube, er hat auch seinen Grund gehabt, weil es war der Walter Scheel und der war einer der wenigen, für die ich Respekt habe. Mhm. Der hat das erkannt, was er hat ihn nicht unterzeichnet. Er kann es uns natürlich nicht mehr sagen, warum, aber er hat ihn nicht unterzeichnet. Und er hätte sie eigentlich unterzeichnen sollen, ja, und das wusste der auch. Er hat es nicht getan. Kann das sein, dass manchmal wirklich Bundespräsidenten zurückgetreten sind auf einmal wegen etwas, was sie nicht unterzeichnen wollten, weil sie gesagt haben, wenn ich das mache, dann... Das gibt es auch, ja. Gut, es ist ein weites Feld. Aber okay, wir müssen das irgendwie abschließen, aber wir wollen dich auf alle Fälle öfter mal einladen. Aber auf der Seite gclc.uk, also gclc.uk, kann es, man es gibt finden? Auch verschiedene Facebook-Seiten in der Zwischenzeit, die auch sind. Man kann sich da in Verbindung setzen. Wer das will, soll das tun. Wir werden auch Vorträge weitermachen. Ist alles möglich. Aber ich glaube, dass ganz viele Zuschauer, die jetzt wirklich mit irgendwelchen Rechtssachen Schwierigkeiten haben, sich jetzt vielleicht an euch wenden werden. Werdet ihr den Ansturm schaffen? Oder wird das so wachsen, dass das möglich ist? Ich kann jetzt nicht über Nacht tausende Fälle annehmen, das ist klar. Aber wir werden uns Mühe geben, das zu tun. Und wir wollen auch alle schulen in einer Art und Weise, die mit uns kommt, dass sie das Wissen weitergeben kann. Also kann es im Grunde irgendwann jeder selber machen. Wir haben sehr einfache, von der Persönlichkeit sehr einfache Mitglieder, die das sehr schnell gelernt haben, weil sie einfach offenes Ohr haben. Und vielleicht darf ich das noch bevor wir zum Abschluss kommen, bringen. Wenn wir nicht das Rad neu erfinden wollen und zuhören, dann sind wir die besten Entwickler. Ja. Und wer das tut und nicht kommt mit Wenn und Aber, alle, die sagen Wenn und Aber, die stehen sich selber im Weg, da kann man nichts lernen. Die Materie ist sehr klar und einfach. Man muss sagen, alles vergessen, was du gelernt hast. Ja. Also Kopf zur Seite lehnen, Stöpsel auf, alles raus und neu anfangen. Ja. Das ist der Weg vor uns. Und den Respekt verlieren vor dem Gericht. Also es ist ja so, dass wenn ich vor Gericht zitiert werde, dann fühle ich mich ja schon so klein und habe Angst. Und wenn ich in der Situation bin und ich habe Angst, dann habe ich ja schon verloren. Das heißt, ich muss jetzt wirklich den Respekt verlieren und sagen, was da sitzt, das ist ein Theater hier. Definitiv. Die haben mir eigentlich überhaupt nichts zu sagen, aber ich muss natürlich mich ein bisschen mit befassen, aber das ist auch, glaube ich, wichtig, dass ich nicht mehr diese Angst habe und mich dem unterwerfe, sondern sage, ich stehe über dem, weil ich ja ein lebendiger Mensch bin und das sind nur Fiktionen. Das sind nur Fiktionen und über die Angst schule ich ja auch, wie man sagt. Darf ich nur noch vielleicht eins dazu sagen? Der Richter weiß, wo du wohnst. Ja. Aber ich weiß nicht, wo der Richter wohnt. Aber im Moment, wo du weißt, wo der Richter wohnt, hat der mehr Angst als du. Ja. Wir haben nicht das Interesse, ihr gewaltsam vorzugehen. Aber in dem Moment, in dem er diesen psychologischen Vorteil nicht mehr hat, ist es für ihn schlecht. Das hatte ich schon mit dem Finanzamt gemacht. Du hast ja auch gesagt, man geht gleich nach oben, Finanzamtschefin, und dann mal geguckt in den Namen und dann findet man die Adresse raus und dann schreibt man es rein in den Brief und auf einmal
Ist sie ganz, ganz vorsichtig. Ja, ja, das geht. Das ist so. Also viele Hinweise schon in dieser Sendung und wir werden noch mehr machen, weil das wichtig ist und ganz viele Menschen im Moment erkennen, wie der Hase läuft und verzweifelt sind teilweise, weil wirklich krasses Unrecht geschieht. Manche Leute landen in der Psychiatrie und das ist natürlich ganz übel, da wieder rauszukommen. Das ist schwere Vergewaltigung, das ist Verleumdung. Das ist das, und da kommen wir das nächste Mal dann vielleicht drauf, wenn ich wiederkommen darf. Das ist das, was der Unterschied zwischen dem Menschen und dem subhumanen Subjekt ist. Klingt sehr gut. Ich danke dir erstmal für diese Einblicke und wir laden dich wieder ein. Vielen Dank, Peter Hoffmann. Danke dir.